Hey! Und was jetzt? Wir müssen die Vampire finden, die hier genistet haben. Rauskriegen, ob sich die Infektion ausgebreitet hat. Ah, alles klar. Von Tür zu Tür gehen und nach kranken Vampiren suchen. Hm? In der Dunkelheit. Wenn der Professor das vorgeschlagen hätte, hätten sie ihn sofort hier eingesperrt. Wir haben doch keine Wahl. Okay. Ich schon. Sie wollen doch nicht immer noch diesen U-Bahn-Tunnel in die Luft jagen. Ihr hattet lange genug euren Spaß. Jetzt hab ich meinen. Wir müssen mit dem Truck zurückfahren. Bei den ganzen Patrouillen ist es leichter für mich, wenn ich zu Fuß gehe. Ich kenne alle Schleichwege und Abkürzungen. Sie wollen das im Ernst durchziehen? Sie sprengen also eine U-Bahn-Station der Stadt New York. Ich dachte, Sie stehen auf Architektur. Das tue ich, Doc. Es ist nur so, Vampire zu killen, finde ich geiler. Viel Glück! Der Zugverkehr auf dieser Strecke wurde bis auf Weiteres eingestellt. Bitte weichen Sie auf andere Verkehrsmittel aus. Da würde Weil Ikoyote echt neidisch werden. Miep, miep. Wen suchen wir denn? Hier ist doch nichts. Ich hab genau gesehen, wie ein Kerl hier runterging. Ich auch. Hey, hallo Jungs. Wie läuft's heute Nacht? Wissen Sie nichts von der Ausgangssperre? Ich hab die Zeit verpeilt, wisst ihr? Was ist in dem Koffer? Da drin? Nur ein bisschen Dreckwäsche. Hey, geht ihr gern ins Kino? Sie verbringen die Nacht im Knast. Wisst ihr, was ich hasse? Ich hasse es, wenn der gute Kerl im Film verschwindet und hinter ihm eine riesige Explosion abgeht und er sieht sich nicht mal um. Ich finde, das ist doch nicht glaubwürdig. Ich meine, ich würde stehen bleiben und ich würde mein Werk bewundern. Versteht ihr? Und die halten sich doch nie die Ohren zu, oder? Nehmen Sie die Hände hinter den Kopf, sofort! Ich habe euch gerade geholfen, okay? Gerade habe ich den Hauptzugang der Vampire in Areto geschlossen. Die Hände hinter den Kopf! Na los! Jetzt bald. Worauf wartest du? Ist ja okay. Alles klar, ich mache hier nur meinen Job. Den Kopf!